Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des ICE-1 Umbaus mit ESU Doppelsound vorn und hinten. Es soll jetzt mal um den Umbau gehen, den ich gefilmt habe mit einer Kamera, die ich jetzt mal ausprobiert habe. Es sind teilweise die Aufnahmen nicht ganz so, wie sie eigentlich sein sollten. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen verständlich und vielleicht auch hilfreich für den einen oder anderen, der das gern umbauen möchte. Das Modell hier ist schon fertig. Das habe ich schon umgebaut. Und jetzt geht es hier um das zweite. Das ist das hintere Teil ohne Motor. So, und um das zu öffnen, müssen wir hier hinten erstmal diesen Rahmen abmachen. Können mit den Fingernägeln reingehen. Was passiert, da ist das Zwischenteil, hier ist noch eine Feder drin und dann müssen wir hier unten rein und das raus machen und dann geht das. Das geht auch manchmal so raus, aber halt auch nicht immer. Bei der Feder muss man ein bisschen aufpassen, das ist wie das mit den kleinen Federn so ist, ist sie auch mal ganz schnell weg. Deswegen werde ich die hier gleich mal etwas anleimen. Das reicht schon. So. Gut. So, da kommt das drauf. Gut, das brauchen wir nicht. Das legen wir extra. Hier ist schon die Lampe vorbereitet. Weiß nicht, ob man das sieht hier. Für den Führerstand. Und hier haben wir schon das Kupferblättchen selbstklebend zum Abziehen. Für den gemeinsamen Pluspol, der hier auch schon zu sehen ist. Da. Gut, wenn wir jetzt das abhaben, dann müssen wir das von hinten aufmachen. Wir fahren hier rein, habe ich so einen Plasterheber, gehe hier mit den Fingernägeln rein. Andere Seite. Und dann kann ich das ausklicken. Gut, so sieht's aus. Nackig, nicht allzu viel drin. So, wir sind hier schon im fertigen Teil. Die Führerstandbeleuchtung, Abnahme von der Oberleitung. Das habe ich dran gelassen diesmal. In den anderen Videos habe ich das auf der anderen Seite gemacht zum Programmieren. Beziehungsweise bei dieser Variante hier nicht, aber beim vorderen Teil mit dem Motor. Weil da die Oberleitung auch auf der gleichen Seite ist. Und zum Programmieren. Zum Programmieren habe ich jetzt eine andere Lösung gefunden. Ja, was ist hier noch drin? Hier ist der Sound-Decoder drin, ein FX-Sound-Decoder von ESU. LogSound 5 FX. Also ohne Motorsteuerung, nur mit der Soundgeschichte. Und wir haben hier einen Pufferspeicher mit drei Abgängen, einmal Minus und Plus, also Ground und die Plusspannung, und das Weiße ist ein Steuereingang, ähnlich wie bei der ESU, bei den Powerpacks hat dieser von Trainomatic auch einen Steuereingang. Diesen schließe ich dann in AUX 4 an und programmiere den als Power Control. Und somit wird der auch gesteuert. Ja, hier ist der Lautsprecher voll aufgebaut mit allen vier Rähmchen.
Und das Plus wieder von der Beleuchtung habe ich wie bei den anderen auch schon hier angeschlossen an den gemeinsamen Pluspol, also abgelötet von der Lötstelle, wie es original ist. Und hier geht dann das Plus drauf auf diese, auf diesen gemeinsamen Pluspol vom Decoder und geht dann einmal ab zu der vorderen Beleuchtung und einmal hier das lila Kabel, das blaue Kabel war zu kurz gewesen, das lila war gerade da, also das lila ist das Pluskabel, geht dann hier in die Führerstandbeleuchtung. So, und das war es eigentlich schon gewesen. Gleichspannung noch angelötet, rot und schwarz, da das ja der hintere Teil ist ohne Motor, fährt er ja praktisch schon, das Gleis ist rechts. Und Gleis rechts bedeutet rot, Gleis links bedeutet schwarz. Ja, und weil der Wagen insgesamt mir auch ziemlich leicht gewesen ist und damit er nicht ganz so springt, habe ich ja nochmal ein Eisengewicht zusätzlich draufgeklebt. Ja, um hier ein bisschen Baufreiheit zu haben, muss das hier ab. Daher nehme ich mir hier was und mache den Kontakt etwas hoch und gehe mit dem Lötkolben ganz vorsichtig rein und löte das Kabel ab. Somit kann ich das beiseite legen und widme mich jetzt der Schnittstelle. Da ist der Analogstecker noch drauf. Der kommt raus, den brauche ich nicht. So wie ich die ganze Schnittstelle auch nicht brauche, weil ich alles direkt anschließe. Mit in die Kiste. Ich brauche hier einmal den roten, das gemeinsame Plus von vorn. Das kommt ab. Ich brauche hier Lötzinn für das Pluskabel, was dann hier dran kommt. Jo. Gut, da ich dann hier einige Klebsachen drauf mache auf das Metall, hier zum einen das Gewicht, reinige ich das mal ein bisschen mit Isopropanol. Hier kommt dann der Decoder rein, der wird auch etwas angeklebt. Und falls hier irgendwelche Fettigkeit oder Dreck da ist, jetzt weg. Gut, das kann jetzt noch trocknen. Und dann werde ich jetzt als erstes mal den Lautsprecher zusammenbasteln. Und hier kommt dann das Gewicht rein. Ja, der Lautsprecher ist jetzt zusammengebaut, den habe ich zusammengeklebt. Alle vier Riemchen sind hier zusammen. Da kommen wir auch gleich dazu, dass wir die Kabel ablöten, weil die Kontakte hier zu weit hochstehen. Die kürze ich und löte hier hinten wieder neu an. So, da ein bisschen Lötfett drauf. Gut. Dann hole ich die Kontakte raus, indem ich hier reingehe. Seitlich rüber drück. Dann nehme ich mir einen scharfen Seitenschneider.
Anklippe die Kontakte hier ab. Jetzt kommt er ein Stückchen hoch. Jetzt habe ich ein Stückchen runtergebogen. Man muss etwas vorsichtig sein, weil die Kontakte auch schnell abbrechen. Gut, der kommt dann hier unten drunter. Und dann ist sogar noch etwas Platz dazwischen. Gut, soweit sind wir noch nicht. Beziehungsweise wir könnten ihn jetzt schon anlöten. Dazu kürzen wir die nochmal, schneiden hier ein Drittel weg. So, wir machen die in die Richtung, weil die Kabel ja dann in die Mitte gehen. So, dann haben wir das erledigt. Dann den Stecker, den achtpoligen, brauchen wir nicht. Den schneiden wir ab. Genauso brauchen wir hier hinten diese drei Kabel, die AUX nicht. So schneide ich mal das Plaste etwas auf. Und dann kommen die ab. So, nochmal gucken, ob wir keine Lötbrücke gebaut haben. Gut. So, da der Platz hier begrenzt ist, müssen wir etwas von diesen abstehenden oder überstehenden Kunststoff noch mit wegnehmen. Wir machen die Kabel dann nach oben. Das heißt, wir schneiden das hier weg. Dann ist das lila Kabel, das glaube ich auch ein AUX ist, kommt auch ab. Brauchen wir nicht. So, damit können wir die Kabel hier hochnehmen. Das lila Kabel kommt jetzt noch mit ab. Gut, wir nutzen den AUX hier, das graue Kabel, das orange nutzen wir nicht und AUX 1 nutzen wir rein theoretisch auch nicht. Aber doch für die Führerstandbeleuchtung. Gut.
Das steht noch etwas über, das schneidet man noch weg. Gut, und damit würde der jetzt hier reinpassen. Aber wir brauchen hier noch den Plus- und den Minuspol für unseren Pufferspeicher. Der ist auf der anderen Seite vom Decoder. Also, wir haben hier die ganzen Anschlüsse. Die beiden haben wir abgemacht, die AUX. Und das ist einmal das Minus und das Plus für den Pufferspeicher. Oder dass wir für einen Pufferspeicher nutzen können. Dann müssten wir jetzt soweit alles vorbereitet haben. Wir kommen zu dem Pufferspeicher, den habe ich schon mal ausgepackt. Ich habe ihn glaube ich vorhin schon mal gezeigt. Von Trainomatic. Einmal Minus, einmal Plus und einmal diese Steuerleitung. Und damit das auch alles ordentlich reinpasst, müssen wir den Kondensator von da nach da rumkippen. Und damit es das nicht abbricht, machen wir das hier schön langsam. Erstmal schön bis zur Mitte. Und dann langsam weiter. Da ist jeder etwas anders gemacht. Der hat kürzere Beine. Das heißt, wir müssen den noch mal etwas anlöten an die Beine, ein Stückchen rausziehen. Dazu kommt die Isolierung ein Stück weg. Ja, ich löte jetzt die Kabel bzw. die Drähte etwas an und ziehe das so langsam nach oben, damit die Drähte auf der Leiterplatte etwas länger werden, damit ich dann noch dementsprechend kippen kann. Ja, das ist jetzt erstmal so weit rumgebogen. Und der kommt dann hier unten drunter. Es kann natürlich auch ein anderer Pufferspeicher benutzt werden oder man probiert es erstmal ohne. Dann schraube ich mal die Leiterplatte ab. Hier oben sind zwei Aussparungen. Da können die Kabel lang geführt werden. Andere Seite kommt dann. Der Lautsprecher. Also man könnte es auch hinlegen. Aber so hat es einen besseren Stand. Gut, doppelseitiges Klebeband. Nicht ganz gerade, da kommt hier noch mal ein extra Stück hin. Weil das hier etwas schief geht. Fest andrücken, damit das auch hält.
Gut, und dann können wir die Kabel hier eigentlich auch schon kürzen. Das kommt dann so rein. Das Weiße wird verbunden mit dem grauen AUX 4 und die beiden Plus- und Minusleitungen gehen dann nach unten. Auf den Decoder. Ja, der Pufferspeicher von Trinomatic, der hat einen Farad. Das ist schon beachtlich. Wenn man ein Starco 1 nimmt, der hat 3 Supercaps mit je 300.000 oder 330.000 Mikrofarad, was dann auch ein Farad ergibt. So, jetzt haben wir hier den Decoder. Jetzt muss man nochmal nachschauen. In der Anleitung, was genau Plus und Minus ist. Loxat 5FX innen ist GND. Jetzt kürzen wir das Ganze noch ein bisschen. Mit der Lupe. So, Plus und Minus ist dran. Achso, nee. Das ist verkehrt, weil ich ja das an der Kante etwas reindrücke, etwas reindrücken will, muss ich die Kabel versuchen seitlich anzulöten. Gut, jetzt haben wir das seitlich dran, sodass das hier frei ist. Immer schön darauf achten, wenn man einen Decoder lötet, mit diesen kleinen Lötpads, dass man keine Kabel überbrückt. Das kann fatale Folgen haben. Gut, und dann tun wir das Ganze noch ein bisschen isolieren. Den Decoder. Dann kommen hier zwei Streifen hin. So, fertig, die Streifen hingemacht. Und jetzt käme das so hier rein. Jawohl.
Das passt alles, das können wir so machen. Also ziehen wir die Teile ab. Den Decoder programmiert habe ich schon. Von Log-Programmer. Die genau die gleichen Einstellungen wie bei den vorhergehenden Modellen. Nur die Adresse ist dementsprechend anders. So, und hier passt der wunderbar rein. Und jetzt kommt das graue Kabel, was zur Achse hier ist. Mit hier hoch. Ein Stück Schrumpfschlauch. Und dann werden die beiden miteinander verbunden. So, und der dritte Kontakt ist praktisch der Steuerkontakt für den Pufferspeicher. Damit der wahrscheinlich nicht zu schnell lädt oder was auch immer. So. Der Sprecher. Das Kabel kommt hier hin. Dann nehme ich dünnes, doppelseitiges Klebeband. Wir hatten hier schon alles schön sauber gemacht mit Isopropanol, das Metall, sodass da keine Fettrückstände mehr drauf sind, dass es auch wirklich ordentlich klebt. So, an beide Seiten, also unten und an die Seite, doppelseitiges Klebeband. Die beiden Lautsprecherkontakte machen wir noch einen kleinen Streifen. Isolierung. Falls hier doch mal was passieren sollte. Und dann kommt der Lautsprecher hier schön mittig dran. Die Kabel kommen alle hier durch. Der Lautsprecherkabel kommt
hier hin. Aufpassen, dass die auch wirklich alle in der Führung sind. Gut, und damit der Kondensator von dem Pufferspeicher oben nochmal einen Halt hat, kommt jetzt hier auch nochmal doppelseitiges Klebeband drauf. Gut. Dann die zwei Schrauben wieder rein. Die Schrauben, die ins Metall gehen, die drehe ich immer erst, bevor ich sie eindrehe, noch mal ein bisschen links rum, damit die auch wirklich den Gewindegang finden. Nicht, dass ich noch mal ein neues Gewinde reinschneide, was dann schwerer geht und irgendwann ausnuddelt. Gut. Alles soweit erst einmal. Perfekt. Dann kommt ja noch das Gewicht hin. Andrücken. Die Stelle hatten wir auch gereinigt. Gut, erstmal soweit. Ja, weiter geht's mit den gemeinsamen Pluspolen. Weiter geht's mit dem gemeinsamen Pluspol. Dazu habe ich hier ein Stück Kupferband. Das Kupferband sieht so aus, gibt es auf der Rolle. 5 mm, 6 mm breit, selbstklebend. Das wird mein gemeinsamer Pluspol. Den klebe ich hier drauf. Da das schon etwas älter ist und das Kupfer wahrscheinlich schon ein bisschen angegriffen ist, gehe ich hier mal mit dem Glasfaserstift noch drüber. Da lässt es sich besser löten. Lötkamm einschalten, auch eine gute Idee. Gut, bis der Lötkolben heiß wird, schauen
schauen wir uns mal die Führerstandsbeleuchtung an. Dazu nehme ich eine Kornzange, spreize das mit den beiden und hebe das langsam raus und hebe das so, weil die Lichtleiter vorn drin sind, so dass man die nicht abbrechen kann. So sieht das Ganze aus. Hier sehe ich gerade, ist ein bisschen Staub drin. Das machen wir weg. Dann brauche ich meinen UV-härtenden Kleber. Dann habe ich hier eine LED 0406 von Schönlitz. Dort habe ich einen Widerstand angelötet, SMD, auch ein sehr klein. Und das sind 10 Kilo Ohm. Der kommt jetzt hier rein. Und kommt so weit wie es geht hier ran an die Scheibe. Wird fixiert. Ausgehärtet. Und dann kommen die Drähte hoch. Und hier kommen dann, kommt hier dann das Plus und das Minus. Vom Decoder. Dran. Gut, aber jetzt erstmal weiter. Wir haben hier unsere Kupferschnittstelle für das gemeinsame Plus. Das tun wir jetzt etwas verzinnen. Dazu mache ich ja drei Lötpunkte. Nicht ganz so lang drauf bleiben, sonst schmilzt der Kleber zu doll und das bewegt sich so sehr hin und her. Jetzt kann ich hier schon das Plus anlöten von der vorderen Beleuchtung, also hinteren Beleuchtung ist es ja in dem Fall. Dann habe ich hier das Plus vom Decoder. Abisolieren, verdrillen, Lötfett. Blödsinn verzinnt. Und anlöten. Dann brauchen wir ein längeres blaues Kabel. Das, was ich abgeschnitten habe, das wird zu kurz werden. Das reicht. Und dann kommt das hier mit drauf.
zusammen mit dem Grünen. Gut. Das machen wir zusammen. Das verdrehen wir gleich ein bisschen. Schneiden auf gleiche Länge. Und verzinnen. So, jetzt schließen wir hier die Gleiskabel an. Das ist das rote und das schwarze. Und da das Ganze ja hinten ist, das vorn, dann ist die Seite das rechte Gleis. Also kommt rot hier dran. Schwarz kommt auf die andere Seite. Da dran, das Schwarz ist dran, das Rot ist dran, das orangene Kabel braucht man nicht, das kürzen wir ein Stück, wir drücken es hier mit rein und jetzt kommt noch die Leuchtung, rot und weiß. Das geht natürlich sonst nicht so schnell, dass sowas zusammenbauen. Muss man natürlich erst überlegen alles, aber da ich das ja schon mal einmal gemacht habe, geht das jetzt hier im Video alles ein bisschen schneller. Ansonsten brauche ich das schon eine Weile, bis man hier weiß, wo man was hinmachen kann. Nochmal zu der Beleuchtung für hier vorne, für das weiße und rote Licht. Die kommen hier an, die kommen auf diesen Punkten an. Und diese Punkte für das rote und das weiße, die sind parallel geschaltet mit den Punkten hier hinten, sodass ich die Kabel hier dran lassen kann. Hier ist es eben ein bisschen eng und gehe jetzt praktisch hier hinten drauf. Dazu kommt das gelbe Kabel in die Mitte. Da brauche ich die Lupe dazu und das Weiße kommt an die Außenseite. Gut, da haben wir hier fast alle Kabel dran. Und widmet uns jetzt der Führerstandbeleuchtung. Das grüne Kabel kommt an das schwarze. Immer schön aufpassen, dass man mit den Lötkolben nicht an die Karosse kommt, wenn man solche Lötarbeiten macht. Man kann natürlich jetzt auch erst das verbinden und dann einkleben. So ist das fest. Das ist immer schwierig mit der dritten Hand, die man dann immer braucht und hier hat. Und so ist das wenigstens dann fest schon. Hier würde ich nur kurz löten für den kleinen Widerstand. Ansonsten ist die andere Seite ab. Gut, und da das hier eine ziemlich enge Kiste wird, müssen wir die Kabel möglichst hoch fixieren. Das heißt, wir müssen alles noch ein bisschen hochschieben.
sonst dafür Verstand. Stört. Wieder mit einem selbsthärtenden Kleber. Und dann werde ich hier noch etwas Sekundenkleber dran machen. Falls sich der selbsthärtende Kleber löst vom Kunststoff. Das hatte ich auch schon gehabt. Gut, jetzt muss das hier trocknen. So, und weil die Kabel hier oben rauskommen, in der Mitte, und dass er hier eigentlich bündig ist und passend ist, will ich hier etwas entfernen, sodass die Kabel Platz haben. Gut, ich hoffe mal, dass das jetzt soweit trocken ist. Dann kann man das Kabel gleich wieder anlöten für den Stromabnehmer. Weil ja wahrscheinlich die wenigsten damit fahren. So, dann müssen wir die Kulisse wieder einbauen. Wir fangen an. Mit den Lampen, indem wir das dazu ein Stückchen reindrücken. Jetzt gucken wir sie schon drüber. So, dass es bündig ist drin. Und jetzt runterdrücken, bis es zweimal Klick macht. Und hier. Und hier muss es einrasten. Jetzt ist es drin. Und hier auch. Das reicht gerade so. Also die Kabel könnten durchaus etwas länger sein. Gut, dann gucken wir, dass die Kabel alle dran sind. Nicht dran sind. Gucken wir, dass die Kabel nicht überstehen. Kontrollieren nochmal alles. Muss noch was isoliert werden. Nein, wir haben die Pluspunkte dran. Wir haben das Plus dran. Wir haben das. Wir haben die Beleuchtung dran. Stromabnahme, rot und schwarz. Das Graue ist dran für den Puffer. Dann können wir das zusammenbauen. So, dass es überall bündig ist und klickt. Und bevor wir das jetzt hier hinten zumachen, geht es erstmal aufs Programmiergleis, um zu schauen, ob alles funktioniert. Und so geht es weiter im dritten Teil. Bis dann.